Tages in Mönchengladbach und der 1000-Jahr-Feier der Abteigründung zur päpstlichen Basilika Minor erhoben. Ich mache noch einen kleinen Rückschritt. Das war kurz vor Mönchengladbach, aber da haben wir uns ja sehr, oder im Umfeld von Mönchengladbach, sehr gekümmert auch um diese Sprintwertung. Aber wir waren da in der Nähe auch von Heinsberg. Und in der Nähe gibt es diesen Grenzlandring. Die Älteren werden sich mutmaßlich erinnern. Ansonsten ist das sehr in Vergessenheit geraten. Das war ein Einschnitt, den die Natur aussehen. Es gab, das habe ich Ihnen schon angedeutet, Demonstrationen. Aber wir wollen Ihnen mal zeigen, was es, und da geht es um Lützerath beispielsweise, damit auf sich hat. Das wird tatsächlich noch abgebaut. Wir werden darüber gleich noch ein bisschen mehr reden. Das ist das Schloss Wickrath. Wickrath ist und Wickrathberg ist auch als Kriegsgefangenenlager bekannt geworden. Das ist es natürlich nicht. Das ist diese Wasserschlossanlage an der Niers. Vorburgflügel aus der barocken Bauzeit. Und das Schloss wurde im Auftrag des Reichsgrafen Wilhelm Otto Friedrich von Quadt zwischen 1746 und 1772 erbaut. Das Wetter wird zunehmend schlechter. Das sehen Sie natürlich am verregneten Objektiv des Kamerahubschraubers. Die Windräder drehen sich hier. Flaches, plattes Land. So, da ist keiner, der weniger arbeitet oder mehr. Ja, man bis jetzt, ja, ist halt auch noch nicht viel, wo man jetzt taktisch irgendwie welches Spielchen treiben sollte. Und wir haben ja auch weiterhin keine Chance. Nicht gezwungen, aber du eigentlich dem befolgen solltest, wenn du nicht unbedingt Stress haben willst nach der Etappe. Wiederum ist aber der Sicherheitsaspekt auch enorm hoch. Deswegen habe ich heute jetzt aber als sportlicher Leiter, muss ich sagen, dass ich dann bei Rennen, wo ich keinen Funk habe mitten im Auto, doch schon manchmal auch ein bisschen die Krise bekomme, wenn du halt siehst, dass da gerade bei jungen Fahrern Fehler gemacht werden oder du merkst, das hat Paul vorhin schon mal erläutert, nicht nur das gelbe Trikot verteidigt, sondern traditionell, muss man schon fast sagen, vorne versucht zu fahren, das Sturzrisiko zu minimieren für den Kapitän. Aber wir haben auch Marcel Kittel gesehen. Man merkt das vielleicht als Fahrer selber nicht so, aber in der Öffentlichkeit wird das anders wahrgenommen. Wird immer noch als super Tour und als, also ich meine, Leute denken ja auch, man fährt um die... Ja, das ist die andere Seite der Medaille. Nämlich der Konzern, der hier Braunkohle fördert, macht oder nutzt die Fläche eben auch zur Eigenwerbung. Und deshalb ist es nur legitim. Die einen betreiben Werbung in eigener Sache und die anderen demonstrieren. Das sind eben die beiden Seiten, die hier in dieser Region gelten. Wir kommen jetzt in den Bereich von Titz. Ja, kleine Kuchen oder auch mal einfach nur Gels und Riegelhampe. Es kommt auch immer auf die Renn drauf an. Zum Beispiel heute ist eine lange Etappe. Die gibt es dann wahrscheinlich eher mehr richtige Nahrung, also kleine Kuchen oder Brötchen anstelle von Gels. Das ist auf der einen Seite vielleicht auch eine schöne Gewohnheit, die Welt zu sehen, unterwegs zu sein. Man gewöhnt sich ja auch daran. Und auf der anderen Seite führt das natürlich dazu, wie beispielsweise bei André Greipel, nie den Geburtstag zu Hause zu feiern. Da ist er nämlich immer bei der Tour de France bislang gewesen. Aber das geht wieder aufwärts. Gibt immer mal eine oder andere Formschwankung. Aber auf jeden Fall, der Gruß geht zurück. Ja, bei solchen Sachen braucht einfach auch Zeit, um ein ganzes System zu verändern. Da kann man nicht... Und da ist man ja dran, ja. Genau, da kann man nicht von einem Olympischen Spielen zu den nächsten Wunder erwarten. Und ich denke, dass wir da in Tokio noch mal besser dastehen werden. So, wir sind jetzt zwischen Titz, so windanfällig am heutigen Tag. Das ist eine wichtige Straße, die dann befahren wird. Das ist die alte Reichsstraße. Und zwar die Erinnerung daran, dass die Reichsstraße einst hier dort vorbeiführte. Und zwar auf dem Weg als Verbindung zwischen Aachen und Königsberg.
Und die Wahl des Standortes der Verpflegung ist natürlich auch nicht zufällig. Das macht man sicherlich nicht in einem kurvenreichen Ort, sondern möglichst guter Blick, gerade Straße, idealerweise vielleicht so ganz leicht bergan noch, damit das Tempo nicht so hoch ist. In der Abfahrt würde es wenig Sinn machen. Und dann natürlich ausgerichtet, wir haben jetzt ja schon ein ganzes... Da ist halt keiner da, der nicht hin möchte oder auch nicht bei 100% ist. Beim Giro kann es schon mal sein, dass auch Leute fahren, die nicht unbedingt da fahren wollten und auch nicht oder sich gerade auf die Tour vorbereiten. Nichtsdestotrotz ist der Giro einfach vom Streckenprofil her viel, viel schwerer. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass der Giro versucht sich zu ändern und immer mehr kürzere Etappen reinnimmt, die natürlich trotzdem noch extrem sind durch die Probleme. Doch, mich ärgert sowas. Das ist dann immer vor 3 Jahren die Roubaix-Stücke abgefahren sind, war es ein ganz, ganz großer Fight. Wenn wir jetzt mal gleich von vorne ein Bild bekommen, kann ich es noch näher erklären. Aber es macht bei hohen Geschwindigkeiten macht so ein Aero-Helm schon einen großen Unterschied. Natürlich kommt weniger Luft durch, wiederum ist man aber eigentlich auch schneller. Das heißt, bei solchen Temperaturen wie heute ist es egal. So, das ist die Zitadelle von Jülich. Ich habe schon darauf gewartet, dass das kommt. Sie wurde 1545 als Bestandteil einer sogenannten idealen Stadt der Renaissance erbaut. Es ist die älteste Zitadelle nördlich der Alpen. Der Baumeister war Alessandro Pasqualini. Heute stellt sie sich als eine vierzackige, bastionierte Festung mit einem Umfang von etwa 1200 Metern dar. Umgeben ist die Zitadelle von einem 10 Meter tiefen und 20 bis 30 Meter breiten, teilweise mit Wasser noch gefüllten Graben. Das Museum in der Zitadelle wurde 1998 eingerichtet, wurde seitdem ständig erweitert. Man zeigt die Geschichte der Schlossfestung von der Planung und dem Bau der Anlage im 16. Jahrhundert bis zur Aufgabe der Festung im 19. Jahrhundert. Heute ist die Zitadelle Sitz des Gymnasiums der Stadt Jülich und ein geschütztes Kulturgut nach der Haager Konvention.